Freunde, ich habe mir den Phil und den Basti eingeladen, sodass wir heute diese wunderschönen Tabaksorten einmal für euch durchtesten können. Wir haben den Fuck Your Law Dark und wir werden euch heute zu jeder der 7 Sorten 3 Meinungen präsentieren können. Und in der ersten Runde habe ich den Traube Minze. Ich habe den Laos. Und ich habe den Preach. Wir haben die ersten 3 Flavor am Start und ich würde sagen, mit welchem fangen wir an? Phil, habe die Ehre. Ich kann gern machen. Ich habe zuerst den Preach gehabt, das soll Pfirsich sein, auf Fuck Your Law Dark Basis. Und ich muss sagen, ich finde, der kommt nicht so geil rüber, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir am Anfang die Köpfe zu heiß gehabt haben oder ob es irgendwie ja, am Tabak selber liegt. Aber ich selber finde, das ist kein sehr leckerer Pfirsich leider. Und den Fuck Your Life Peach Mint, genau, den fand ich damals mega, mega stark. Den habe ich auch super gern geraucht. Aber bei dem weiß ich jetzt nicht so ganz. Also da hätte ich eher was in die Richtung von dem alten Fuck Your Life gewünscht, leider. Was sagt der Waschler? Er hat irgendwie, also ich finde ihn jetzt nicht super schlecht, aber ich finde für meinen Geschmack zu wenig Pfirsich wirklich drin. Also nicht so ganz pfirsichfruchtig, wie ich es mir vorstellen wollen würde. Es kommt, finde ich, von der Note eher an so ein Pfirsich-Eistee. Okay. Ein bisschen. Ich sag mal so, ich finde den Fuck Your Life Peach Mint von damals am krassesten. Der Fuck Your Law Peach Mint war gut, auch wenn er nicht ganz an Fuck Your Life rangekommen ist, was ja irgendwo aber auch Sinn macht, wegen TPD maybe. Und ich finde, von den 3 ist der Preach of Dark Blend der schlechteste, aber ich finde ihn immer noch absolut rauchbar. Und wenn ich persönlich jetzt mir denke, ich möchte einen Peach rauchen und ich habe entweder teure 25 Gramm Pfirsichsorten oder muss Virginia rauchen, ich würde dann zu dem greifen. Auch wenn die Sorte mich nicht geisteskrank umhaut, aber ich finde, man schmeckt die Peach-Note raus, man schmeckt die grüne Teenote raus, man hat einen würzigen und relativ potenten Dark Blend, da kommen wir dann übrigens auch nochmal drauf, wenn wir ein bisschen mehr geraucht haben, wie stark der Tabak ist. Also mich holt der ab, aber nicht krass. Ja, müssen wir mal einen Mix probieren vielleicht. Also ich glaube, der geht da ein bisschen unter. Schlecht ist er nicht, aber eher so auf einer 3. Alright, Basti, welchen Flavor hast du für uns und wie schmeckt er dir? Ich habe den Laos, das war Kirsche und Blaubeere. Also ich finde, der Blaubeere kommt auf jeden Fall sehr zur Geltung. Ich finde es sogar vom Geschmacklichen mehr als die Kirsche. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde, der hat auch so einen Beiton, der mir, weiß ich nicht, so ein sehr herbes Gefühl im Mund gibt. Ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, man schmeckt die Grundtabaknote bei dem Tabak schon raus. Auf jeden Fall. Ich denke mal, der Tabak konnte auch jetzt erst 3 Tage akklimatisieren. Also maybe wird das auch noch ein bisschen besser. Da müssen wir vielleicht ein kleines Auge zudrücken. Also könnte aber auch nicht, wissen wir einfach jetzt nicht. Also er ist für mich auf jeden Fall sehr fruchtig lecker. Ich denke, in einem Mix kann der sehr gut performen. Auch wenn man irgendeinen fruchtigen Bärenmix oder so hat und den beimischt, kann ich mir den sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, dieses Herbe ist sehr, sehr da, finde ich. Ich weiß genau, was du mit dem Herben meinst und ich glaube, ich kann den Flavor relativ gut beschreiben. Mein persönliches Verhältnis zu Laos ist folgendermaßen. Ich fand den Laos auf dem Virginia gut, aber nicht krass. Dann kam der Blaze Love raus und der hat mich Todes abgeholt, obwohl es eigentlich nur der Laos auf dem Blaze Grundtabak sein soll. Den fand ich aber insane gut. Also das war sogar meine Überraschung Deluxe von den Blaze Sorten. Und dann jetzt den Laos auf dem Fuck Your Law Dark Blend zu haben, der hat diese leicht bittere Note von den Bärenflavern, die man oft kennt, irgendwie mit drin. Und ich weiß nicht genau warum, aber die ist da dabei und die war bei dem Blaze nicht dabei. Und ich finde den Blaze besser, aber auch bei dem muss ich wieder sagen, der ist solide. Und wenn ich mir überlege, Preis und so weiter, dann ist das schon nice. Ja, also das Herbe, was ich so habe, das ist so im Mundraum, also klebt sich so ein bisschen fest. Also das merkt man dann danach, vor allem, wenn man ausgepustet hat. Nee, ich finde den an sich gut. Ich finde, der kommt gut fruchtig rüber. Ich finde auch die Blaubeere, die kommt sehr prominent im Vordergrund auf jeden Fall zur Geltung. Und ich finde auch, der hat so ein bisschen was Kühles so an sich. Also das wäre, also pur finde ich es ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, den Mix zum Beimischen vor allem kann der sehr geil rüberkommen. Aber vielleicht, was du sagst, kommt ja dieses Herbe von der Kühle, gar nicht von der Beere. Nee, das ist schon dieses typische Alkoholbittere, was man eben von Bärentabaksorten kennt, weil Bärenaromen oft mit Alkohol gelöst werden. Okay. Und dann hat man eben diesen leicht bitteren Beigeschmack. Die kommt da irgendwie ein bisschen krasser rüber, als ich die vom Law oder vom Laos Fuck Your Law schon kenne. Ich habe den Fuck Your Law
Grey Mind Dark. Das ist von den drei Sorten, die wir bis jetzt hatten, die am nächsten rankommt an das Äquivalent zum Fuck Your Law auf Virginia-Basis. Also er schmeckt ziemlich gleich mit einem bedeutenden Unterschied. Und zwar, dass man die Grundtabaknote auch wieder mit so einer schönen Würzigkeit rausschmeckt. Und ich glaube, das wird manchen Leuten maybe gar nicht gefallen. Ich finde es aber irgendwie geil. Und gerade zu einem Traube, finde ich, passt das richtig, richtig gut. Vor allem, weil wir ja auf Dark Blend kaum gescheite Trauben haben. Also es gibt ja dann oft nur diese Süßigkeiten-Trauben, Grape-Soda-artigen Flavor. Aber das ist wirklich ein klassischer Traube Minze mit noch einer leicht herben, würzigen Grundtabaknote dabei, aber trotzdem ein Classic Grape und das finde ich geil. Ich muss dir zustimmen, was die Würzigkeit angeht. Ich finde auch, dass da der Grundtabak am besten zupasst von den dreien, die wir gerade anhaben. Ich finde ihn sehr lecker. Für mich eher so eine traditionelle Traube und die würde auf jeden Fall in dem ein oder anderen Mix unterkommen. Ich finde, der kommt sehr stark rüber für eine Traube und vor allem halt auf Dark-Basis. Und also stark im Sinne von gut. Sehr gut sogar, ja. Also ich finde, der ist auch nicht zu überaromatisiert oder sowas, sondern der ist angenehm zu rauchen, der knallt dich jetzt komplett weg mit seinem Aroma. Ja, ich finde auch, wie schon angesprochen, der dunkle Tabak, der stört da jetzt auch nicht so, finde ich, wie jetzt bei dem Pfirsich beispielsweise oder bei dem Pfirsich Green Tea. Der kommt da echt gut rüber. Also es stört gar nicht, dass die Grundtabaknote leicht schmeckbar ist, sondern das Gesamtding ist einfach solide. Also bei dem sind wir uns komplett einig. Ja. Aromenkiller schmeckt gut und die Grundtabaknote tut dem auch eher gut als übel. Ja, genau, absolut. Ja. Also ich habe den Lime-Hype jetzt drin, nachdem ich erstmal wieder am Anfang gestorben bin, weil es zu heiß war und der richtig drückt, von den Aromen her. Also ich muss sagen, der schmeckt mir jetzt nicht so, weil ich finde, es soll ja Limette sein, richtig? Die Limette kommt für mich sehr, sehr flach rüber. Auch in einem Mix, glaube ich, geht der auch eher unter. Man könnte vielleicht in einem Mix so eine leichte Spritzigkeit noch damit erzielen. Aber für mich geht der zu sehr unter und für mich ist der zu flach und vor allem wieder sehr, sehr herb. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es falsch, den Tabak Lime-Hype zu nennen. Aber ich finde den geil. Basti hat recht, das ist kein Limettentabak, der voll in die Fresse geht. Und das ist erstmal ein bisschen weird. Es ist eine leicht würzige, ich denke wieder von dem Grundtabak, der da mit drin ist, Limette, die aber mehr wie so eine, als ob du dir eine natürliche Limettenschorle machen würdest auf Eis. So wirkt der auf mich. Also ob du dir ein Sprudelwässerchen nimmst und dann machst du da noch 2-3 Limetten rein, aber es ist schon leicht verdünnt. Also die Limette ballert nicht so krass, aber für mich könnte es trotzdem eine saustarke Sommersorte werden. Oder Phil? Ich muss sagen, ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde, die Limette kommt auch gut raus soweit. Wenn man den mal beimischt bei irgendwas, ich glaube, der hat so eine ganz angenehme Note, glaube ich, die da mitschwingen könnte. Also kann ich mir zum Mixen auf jeden Fall vorstellen. Pur für mich zumindest nicht der Fall. Also nicht so intensiv, aber du stellst ihn trotzdem geil in einem Mix vor. Könnt mir vorstellen, dass der in einem Mix zum einen vielleicht ein bisschen schwach ist, aber dass halt die Note, die er dazu beiträgt, zum Abgang oder sowas, dass deshalb ganz gut kommt. Gerade halt in einem fruchtigen Sommer nicht ein Mix. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, er ist nicht sehr stark, aber er rundet ab. Ja, quasi. So. Durch die Note, die Art. Er trägt wahrscheinlich dazu bei, aber halt nicht als Hauptgeschmacksträger. Ja. Also nicht viel. Dann würde ich diesmal mit meinem weitermachen. Der Cactus Candy. Der war, als wir den Fuck Your Law getestet haben, gar nicht so krass mein Favorit. Und ich bin immer noch nicht der größte Kaktus-Fan der Welt. Aber es ist faszinierend. Auf dem Grundtabak, in der Konstellation, funktioniert er für mich wieder richtig, richtig gut. Und der hatte ja vorher schon nicht so eine geisteskranke Süße. Aber jetzt mit der herben Note von dem Grundtabak finde ich den richtig nice. Also dieses Herbe mal bei einer Kaktussorte zu haben und nicht immer dieses babsüße Eisding, was auch geil sein kann. Ich finde, das kommt richtig gut rüber und ich finde, er passt super zu dem Grundtabak. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von der Art von Tabak-Flavor. Habe ich eigentlich noch nie gemocht. Auch da ist es wirklich ein ganz komisches Ding. Während ich rauche, finde ich ihn nicht so geil. Ab dem Zeitpunkt, wo ich auspuste und dann mit der Zunge in so einen Gaumen gehe oder so, geil. Also ich glaube, der Geschmack an sich ist schon sehr lecker und ich verstehe genau, was du meinst. Es ist nicht so süß ist mäßig, sondern ein bisschen herber und das finde ich tut dem Tabak auf jeden Fall gut, ja. Ich glaube, der landet bei mir in einigen Mixes. Mm, kann ich mir vorstellen. Also ich bin eigentlich kein Kaktus-Fan. Ich glaube, von Holz, da gab es ja mal den Eiskaktus. Das war zwar Kaktus mit Kühle, aber war halt auch Kaktus. Den habe ich gar nicht gemocht, ehrlich gesagt. Und ich finde den im Verhältnis, aufgrund davon oder daher geleitet, dass der halt gar keine Kühle drin hat, kann man ja auf jeden Fall angenehm rauchen.
mein Flavor. Persönlich ist es aber echt nicht. Also du bist kein Kaktus-Fan und er macht dich auch nicht zum Kaktus-Fan. Leider nicht, nee. Okay. Ja, ist ja okay. Und dann bleibt uns noch der Cinnamon Roll. Ich bin ja großer, Fan, aber ich rauche eigentlich ganz gerne cremig und ich mixe auch ganz gerne verschiedene cremige Sorten, auch teilweise mit fruchtigen Sorten, einfach, dass man halt was Neues hat. Und ich finde, der drückt nicht so arg wie andere cremige Sorten. Im Hals und Lunge, ja, oder was? Okay. Der ist angenehm zu rauchen, ist jetzt nicht zu intensiv und ich kann mir den sehr gut vorstellen, auch wieder in Mixes, aber pur finde ich den, ich sage jetzt mal, auch solide. Also für mich ist der Tabak Cinnamon Rolls kein Cinnamon Rolls, aber wie gesagt, ich bin ja auch ein sehr großer Liebhaber. Ich finde, der ist für mich halt ein leicht cremiger, nicht zu cremiger Zimt-Tabak, den ich ziemlich geil finde vom Flavor her. Und auch in einem fruchtigen Mix jetzt beispielsweise oder in einem Mix, wo jetzt keine cremigen Sachen dabei sind, so ein Gäbelchen oder zwei, so eine leichte Zimtnote, kann ich mir extrem geil vorstellen. Irgendwie so ein Black Flowers oder was auch immer. Oder eine Rose mit so einem leichten Zimt dabei. Übel geil. Favorit wird ein Zimt-Tabak bei mir persönlich wahrscheinlich nie. Aber erstmal, um nochmal auf dieses Zimtschneckenthema einzugehen. Ich finde, es ist ein Zimt-Tabak, der leichte Noten von Teig hat. Und ich bin gespannt, ob ihr mir zustimmt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich den rauche, als ob maximal unintensiv noch so ein Hauch von Zigarre mit dabei ist. Habt ihr das auch? Ich habe Zigarre noch nie geraucht, deswegen kann ich es nicht sagen. Okay. Ich habe mal Zigarre, also den von Revoshi probiert. Den konnte ich damals absolut gar nicht rauchen. Aber nee, so vom Gefühl her nicht. Der hat so ein bisschen was nicht ganz Süßes im Abgang. Also eher was Herbes. Findest du würzig? Im Abgang ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass es Zigarre wäre. Also ich habe so ganz leichte, wirklich minimalste Zigarren-Vibes dann noch am Start. Ich würde aber behaupten, dass es eher an dem dunklen Grundtabak liegt, als daran, dass da wirklich noch irgendwie mit einem Zigarrenaroma oder sowas gearbeitet worden wäre. Mein Empfinden bei der Sorte, er ist erstaunlich lecker. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte krass Angst vor diesem Flavor, weil es ja normal sowas ist, was bei mir gar nicht geht. Ja. Aber der Zimt ist, wie sage ich das, von der Intensität vom Zimt her ist der Tabak für mich perfekt. Du schmeckst den Zimt eindeutig und direkt raus. Aber was bei Zimtflavern für mich oft ist, ist, dass die so überladen mit Zimt sind, dass ich die fast nicht rauchen kann. Und das Gefühl habe ich bei dem gar nicht. Und dann diese leichten Teignoten, diese würzigen Noten, die an Zigarre erinnern, wahrscheinlich vom Grundtabak, der verwendet wurde, passt halt auch noch perfekt in dieses zimtig, teigige, leicht cremige, was da am Start ist. Also ich würde nicht sagen, für mich die beste Sorte, aber das ist bis jetzt meine krasseste Überraschung. Mm. Also wenn ich den nicht so probiert hätte wie jetzt, niemals im Leben hätte ich mir gedacht, den kaufe ich mir mal für mich zum Rauchen. Und jetzt könnte ich mir actually vorstellen, den zu kaufen. Mm. Ich finde, also eine leichte Vanille schwingt noch mit, so ein ganz leichter Vanilleton. Wahrscheinlich ist das auch ein Stück weit das Teigige, kann ich mir vorstellen. Wir haben noch einen Flavor übrig, den wir noch gar nicht probiert haben. Und dann hat der Basti einen Mix im Meerloch und ich habe den Traube an, pur im Meerloch, damit wir auch nochmal gucken können, wie der Fuck Your Lord Dark im Meerloch ist. Und der Basti hat einfach nochmal einen Mix getestet. Aber erstmal der White Cake. Genau, und zwar der White Cake. Ich habe früher unfassbar gerne den White Cake von Hokkaido so geraucht, wie er halt kam. Und ich fand den sehr solide, sehr geil. War einfach ein leckerer Tabak. War mal was anderes, war mal was Cremiges. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel. Und der war sehr lecker. War, ich glaube, Zitronenkuchen. Und fand ich sehr gut. Und ich muss sagen, jetzt der Focular Dark White Cake, der ist absolut nichts. Nichts! Für mich zumindest unangenehm Geschmack und ich finde den wirklich nicht gut leider. Also der ist nicht dem alten nachzuvollziehen, aber halt auch irgendwie neu, schmeckt er auch irgendwie gefühlt nach nichts Solidem, nach nichts Schönem. Also ich mochte den alten White Cake nicht und den finde ich leckerer. Ich mag die Zitronennote sehr. Ich sag dir, warum du den leckerer findest. Warum? An welchen Tabak erinnert dich der, Basti? Na, Sieb. Ja. Ja, der geht sehr zitronig, ne? Aber ich finde den eigentlich ganz lecker. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe den alten halt nicht geraucht. Also ich finde den leider gar nicht gut. Es ist auf jeden Fall ein anderer Tabak. Für mich hat, ja, auf jeden Fall. Und für mich hat er halt was sehr Unangenehmes so beim Rauchen. Also ich muss leider ehrlich sagen, das ist die enttäuschendste Sorte. Also der ist leider wirklich von dem White Cake, den ich liebe, sehr, sehr nah an den Nasib rangekommen. Und der Nasib hatte schon immer diese, ich kann das nur mit so einem Autan-ähnlichem, also als ob du ein Autan hättest, was Zitronen-flavored ist oder zumindest duftmäßig ist, ne? Ist wirklich schade bei dem Tabak. Also da würde ich mir wirklich von Hokkaido wünschen, den White Cake würde
würde ich wirklich super gerne nochmal überarbeitet haben, weil also da White Cake drauf zu schreiben ist falsch. Also so hart wie das klingt, aber wenn du da Nasib drauf schreibst, würde das näher kommen, als wenn du da White Cake drauf schreibst. Und ich habe den White Cake wirklich geliebt. Und der Fuck Your Law in Virginia von dem White Cake war richtig, richtig stark. Und der ist leider echt daneben. Schmeckt der auch ganz anders als der vom reinen Geschmack her? Der Fuck Your Law. Ja, der Fuck Your Law war sehr nah am Original dran. Okay. Hm. Und der Fuck Your Law Dark, aber jetzt gar nicht leider. Aber meinst du, es könnte daran liegen, wegen der Grundtabaknote? Aber nee. Ich würde sagen, nee. Nee. Also der ist einfach weg. Die Zitronennote ist komplett anders. Aroma ist der. Also ich würde mir aber auch vorstellen, die Hukain-Überfirma hat ja obviously das Rezept für den White Cake. Und ich denke, die werden einfach das Rezept genommen haben und da drauf gepackt haben. Dann ist natürlich die Frage, wo kommen diese Noten her? Aber dann ist auch die Frage, warum kam der so? Also den würde ich wirklich, weil ich, wenn du mir jetzt sagst, ich kann einen günstigen Pfeifentabak holen, in Dark Blend, in White Cake Geschmack, das ist ein Träumchen für mich. Also den hätte ich wirklich gerne nochmal überarbeitet, weil die Sorte würde bei mir safe super oft in den Einkaufswagen wandern, aber so nicht. Bin ich komplett bei dir. Also ich finde den nicht gut. Ich finde auch mit Abstand ist das der enttäuschendste leider von den ganzen. Wir haben einige Sorten dabei, wo ich sage, die kommen nicht ganz an den Blaze ran, aber Blaze ist halt auch ein fertiger Tabak so und das ist halt ein Pfeifentabak. Deswegen kann ich bei dem Preach zum Beispiel die leichten Abstriche, die ich gegenüber dem Preach Blaze machen muss, absolut in Kauf nehmen, wenn ich dafür eine günstige große Dose kriege. Mhm. Also der ist slightly schlechter, aber für den Preis finde ich das immer noch geil. Und wie gesagt, ich würde immer noch dann eher den kaufen, weil es so minimale Verluste sind, aber so viel Gewinn auf der Geldseite ist. Aber bei dem White Cake würde ich lieber 25 Gramm kaufen, wenn es den in Dark Blend geben würde. Also wer White Cake liebt und sich den holt, kriegt auf jeden Fall was anderes als das, was er erwartet mit der Dose, auf der White Cake steht. Aber Hukain lässt ja zum Glück mit sich reden. Vielleicht machen die da ja nochmal was. Okay, das waren alle Flavor. Wie schätzt ihr die Stärke ein? Also ich finde, im Rachen merke ich auf jeden Fall was. Das nimmt aber ab mit Hitze. Also je länger man den raucht und mehr Hitze wieder wegnimmt, wird es weniger. Von der Nikotinstärke, also da spüre ich jetzt nicht ganz so viel. Ich würde den so ein 6 sagen. Ja, da wäre ich auch, aber das ist ja schon gut. Ja, also ich glaube, der Blaze also, zum Beispiel früher, der war deutlich stärker. Blaze ist stärker, Must Age ist stärker, Blackburn ist stärker, aber ich finde den schon gut stark. Also ich sag mal so, ich vermisse da nicht viel. Nee. Und das als Dark Blend Suchti. Ich würde den so auf eine 5 einschätzen so. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht das Paradebeispiel für Stärke einschätzen, weil ich auch grundsätzlich eigentlich fast bloß eigentlich Blackburn und Mustard. Und das auch noch im Meerloch, teilweise ja, mit Kontakt mit Edelstahl. Und mich juckt es halt leider gar nicht. Also genau. So, Stärke Einschätzung von mir. Also ich weiß nicht, ich würde ihn tatsächlich eher sogar auf eine 6 bis 7 setzen, weil wenn wir uns jetzt überlegen, was da sonst so angesiedelt war in der Liste. Übrigens könnt ihr euch auch die Liste sehr gerne angucken. Wir haben einen Dark Blend Guide rausgebracht, wo wir alle von der Stärke her sortiert haben. Allein aufgrund der Tatsache, ich rauche den und ich habe nicht das Gefühl, boah, von der Stärke hätte ich jetzt wirklich lieber einen Blackburn oder einen Must Age oder ne, sowas in der Stärkenkategorie. Und das ist eigentlich schon immer ein sehr, sehr gutes Zeichen für uns, weil wir das Nikotin wollen. Aber ich glaube auch nicht, dass er so stark ist, dass er Leute, die noch nicht so viel Dark Blend Erfahrung haben, aber schon ein bisschen Dark Blend Erfahrung haben, aus dem Leben nimmt. Wenn das sein erster Dark Blend wird, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der dich richtig aus dem Leben nimmt. Ja. Also der hat schon Power, aber er ist nicht der Stärkste. Schnitt können wir noch kurz was zu sagen. Der war absolut fein. Also der war auch wirklich fein. Ja. Das war sehr angenehm beim Kopfbau. Ne, da gab es gar keine Probleme. Hier und da ein klitzekleines Blattäderchen. Preislich 65 Gramm, 20 Euro. Da hätte ich mir gewünscht, dass auch da 75 Gramm drin gewesen wären. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und so wie der Tabak performt hat, scheint das ja auch gut zu funktionieren. Ja, also von der Performance her, glaube ich, sind wir uns alle einig. Läuft super gut, kann man easy bauen. Das Einzige, man muss wirklich ein bisschen mit der Hitze aufpassen. Ja, aber also man darf die dritte Kohle nicht zu spät runternehmen. Nochmal eure Favorites. Was waren denn eure Top 3 Sorten? Top 3. Cinnamon Roll auf die 1, Grey Mine auf die 2. Die 3 wird dann schon ein bisschen schwieriger, da würde ich den Laos setzen. Also bei mir wäre es der Cinnamon Roll auf Platz 1. Platz 2 wäre bei mir auch die Traube und Platz 3 wäre tatsächlich der Limehype. Also ich will einen Sieger der Herzen, einen Top 4. Es tut mir leid, aber ich muss den mit reinnehmen, weil er mich so krass positiv überrascht hat, würde ich gerne noch den Cinnamon Roll mit reinnehmen. Auch wenn ich den jetzt wahrscheinlich nicht daily rauchen werde, also mit Sicherheit nicht. Aber dafür, dass ich so viel Angst vor der Sorte hatte, war die wirklich erstaunlich gut am Ende. Und dann ist bei mir Limehype, dann der Laos und dann der Traube auf Platz 1. Basti. Ja. Was hast du dir denn für einen Mix kredenzen lassen? Also, ich habe mir kredenzen lassen 50%
Grey Mind, 30% Laos und 20% den Cinnamon Roll. Was ist das denn für ein Mix, Digga? Boah, weiß ich nicht. Also, ich finde ihn ganz lecker. Der Zimt, also die Cinnamon Rolls kommen halt extrem durch. Für mich ist es halt ein Blaubeere-Zimt-Mix gerade. Ich finde ihn ganz lecker. Also, ich finde auch, der Traube, der geht leider komplett unter. Ich weiß auch nicht, warum. Die Blaubeere, die ist halt sehr präsent im Vordergrund auf jeden Fall. Und der Cinnamon Roll, der kommt ganz leicht zum Schluss. Aber das Teigige hast du gar nicht mehr, gell? Nee. Du hast nur noch das Zimtige. Schmeckt auf jeden Fall interessant, aber wäre jetzt nicht was, wo ich jetzt sagen würde, boah, den baue ich mir daheim safe nochmal. Also würde ich mir jetzt auch nicht so nachbauen, aber ich muss sagen, ich bin auch da wieder positiv überrascht. Als ich den Mix eben gehört habe, habe ich mir gedacht, Junge, das würde ich niemals in meinem Leben rauchen. Ist nicht übel. Nee, also vor allem kommt, finde ich, da tatsächlich die Kirsche dann krasser raus. Ja. Also Blaubeere finde ich da gar nicht mehr so heftig. Es ist wie eine zimtige, winterliche Kirsche. Ja, aber schmeckt lecker. Cherry. Also ist auf jeden Fall, ich glaube vom Feeling her, im Meerloch auf jeden Fall nochmal anders als im Funnel. Genau, da wollte ich jetzt nämlich drauf. Was sagst du denn zur Smokeability im Meerloch? Ja, ich finde es gut, wie vorher auch. Die Sorten kommen da nochmal ein bisschen anders. Mal dann für sich selber ein bisschen rumprobieren, was man besser findet. Ich finde es lecker. Ich muss sagen, also er läuft im Meerloch wunderbar. Ich fand Funnel tatsächlich einen Ticken geiler. Er funktioniert aber im Meerloch, was natürlich im Meerloch jetzt gerade bei einem Traube Minze auffällt. Die Minze kickt halt anders rein beim Meerloch. Also die ist mir gerade fast schon ein bisschen zu heftig und ich bin ja eigentlich jemand, der sehr gerne minzig raucht. Im Funnel fand ich das tatsächlich perfekt abgestimmt von Traube zu Minze, aber im Meerloch ballert die schon richtig rein. Also wenn man das mag, ist das geil, aber man sollte es auf jeden Fall vorher wissen, finde ich. Also muss ich zustimmen. Bin ich auch komplett bei euch. Nee, aber so zusammengefasst, also funktioniert auf jeden Fall auch im Meerloch, aber würdet ihr auch sagen, Funnel tendenziell besser? Ja, bis jetzt ja. Gut, soviel zu dem Dark Blend Fuck Your Lore Test.